Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie du gerade schon im Intro gesehen hast, geht es heute um das Thema eine innige Rückhand. Ich zeige dir in diesem Video, welchen Griff du benutzen solltest und was du sonst noch so rund um das Thema eine innige Rückhand beachten solltest. Die einhändige Rückhand wird jetzt auch immer wieder mehr von Top-Spielern in der Weltrangliste benutzt, vorwiegend im Herrenbereich. Früher gab es da die Herren Federer, Wawrinka oder auch Dimitrov. Die Herren sind jetzt alle schon über 30. Die spielen die einhändige Rückhand natürlich schon viel, viel länger. Aber es gibt auch die Generation danach, um die es soll jetzt natürlich jetzt auch in dem Video gehen. Und auch da stirbt die einhändige Rückhand nicht auf, sondern sie wird mehr oder weniger gerade wiederbelebt mit Spielern wie Stefanos Tsitsipas, wie Shapovalov oder auch Dominic Thiem. Dominic Thiem hat übrigens als Junior die Rückhand mit beiden Händen gelernt, ist im Alter von 13, 14 Jahren dann erst auf die einhändige Rückhand gekommen. Die ganze Geschichte rund um das Thema Dominic Thiem ist eine sehr spannende Geschichte, wunderbar geschrieben von seinem Trainer in dem Buch Die Dominic Thiem Methode. Die verlinke ich dir hier unten in der Videobeschreibung zum Nachlesen. Generell bei Kindern ist es so, dass sie häufig erst mit zwei Händen starten, einfach und allein aus dem Grund, dass die beidhändige Rückhand am Anfang viel mehr Stabilität bietet und auch ein höheres Erfolgserlebnis generieren kann als mit einer Hand, weil mit einer Hand der Schlag natürlich sehr, sehr komplex ist, auch in der Griffhaltung, und ich somit erstmal meine Bewegung stabilisieren muss. Und das passiert am Anfang häufiger mit beiden Händen, bevor ich dann die eine Hand dann irgendwann weglassen kann. Es gibt drei Vorteile, die bei der einhändigen Rückhand zu beachten sind. Zum einen habe ich, dadurch, dass ich den Schläger nur mit einer Hand halte, eine höhere Reichweite, als würde ich den Ball jetzt mit der beidhändigen Rückhand spielen. Viele Spieler fühlen sich auch mit einer Hand freier und nicht ganz so beengt, wenn jetzt hier noch die zweite Hand jetzt mit hinzukommt. Es gibt drei wesentliche Vorteile bei der einhändigen Rückhand gegenüber der beidhändigen Rückhand. Zum einen habe ich eine größere Reichweite. Klar, wenn ich mit beiden Händen am Schläger bin, komme ich gar nicht so weit in diese Richtung, um den Ball noch zu bekommen. Ich könnte mich, wenn ich mich hier in Ausstrecke viel weiter noch meine Reichweite vergrößern und werde hier nicht von der Hand noch limitiert in meiner Reichweite. Zusätzlich werde ich auch nicht limitiert in der Reichweite nach vorne. Ich versuche generell immer den Ball weit vor dem Körper zu treffen, weil ich da auch die höchstmögliche Kontrolle habe. Und auch hier im Seitprofil ist es so, dann bin ich auch in der Lage, den Ball hier vorne zu treffen und den Ball trotzdem noch stabil auf die andere Seite zu spielen. Immer wenn ich es schaffe, den Ball weit vom Körper zu treffen, habe ich die höchstmögliche Kontrolle und bin auch da in der Situation, den Ball mit einem besseren Winkel auf die andere Seite zu spielen. Zusätzlich wird mein Schlagarm noch viel intensiver beansprucht und auch dadurch auch trainiert, sodass ich bei anderen Schlägen eine größere Stabilität und Sicherheit entwickeln kann. Gerade wenn ich die Rückhand mit einer Hand spiele, fällt es mir auch deutlich leichter, den Ball mit Unterschnitt als Slice zu spielen, der wird auch in der Regel mit einer Hand gespielt, oder auch am Netz, wenn ich den Ball Volley mit der Rückhand spiele, dann wackelt ich hier nicht rum und ich habe auch hier eine höhere Reichweite natürlich am Netz und kann den Ball hier auch mit einer Hand besser kontrollieren. Kommen wir nun zum Griff, den du benutzen solltest, wenn du die Rückhand mit einer Hand spielst und den Ball entweder als geraden Ball oder auch als Topspin-Ball auf die andere Seite zu spielen. Zuerst stellen wir uns dafür, ich habe jetzt hier unter mir jetzt die Grundlinie gewählt. Wenn ich jetzt mit der linken Hand, also ich bin Rechtshänder, mit meiner Nicht-Schlaghand den Schläger vor mir halte und dann fahre ich mit meiner Handfläche dem Schlägerrahmen entlang, bis ich unten am Griff angekommen bin und hier umschließe ich den Griff. Mit dem Griff bin ich in der Lage, ich habe jetzt hier mein Topspin Pro Gerät stehen, den Ball zum einen sehr gerade zu spielen oder auch, wenn ich hier von unten komme und etwas steiler nach oben gehe, den Ball jetzt hier auch mit Topspin auf die andere Seite zu spielen. Eine weitere Möglichkeit, den Rückhandgriff zu finden, wäre auch diese hier, wenn ich den Schläger hier unter meinem Arm einklemme und ich greife jetzt von hier oben auf den Schläger, als würde ich jetzt hier ein Schwert ziehen wollen. Und schon habe ich auch hier den Rückhandgriff, mit dem ich auch hier den Ball entweder Topspin spielen könnte oder auch gerade auch so nach vorne rausspielen könnte. Gerade wenn du neue Griffe lernen möchtest und den Treffpunkt isolieren möchtest, um auch deine Hauptaktion zu trainieren, empfehle ich dir den Topspin Pro. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich habe über den Topspin Pro schon ein separates Video gemacht. Das verlinke ich dir jetzt hier oben in der Infobox. Um eine bessere Bewegungsvorstellung zu bekommen, schauen wir uns jetzt einmal ein paar einhändige Rückhände von den Profis an. Eine genaue Bewegungsvorstellung kann dir helfen, deine einhändige Rückhand zum einen zu verbessern oder vielleicht bist du ja auch gerade überlegen, von beidhändig auf einhändig umzustellen, dann ist natürlich jetzt wichtig, dass du dir die wesentlichen Punkte merkst und versuchst, auf dem Platz anzuwenden. Unabhängig davon, ob du den Ball mit der Vorne- oder mit der Rückhand spielst, ist super wichtig, dass du deine Außenbewegung früh genug startest und nicht erst dann, wenn der Ball auf deiner Seite den Boden berührt. Um die Ausholbewegung einzuleiten, dreh zuerst die Schulter und währenddessen du die Schultern drehst, kommt dein rechtes Bein hier bei Dominic Thiem als Rechtshänder, das rechte Bein geht dann nach vorne.
Während du den Oberkörper drehst, also deine Schultern drehst, ist deine Nichtschlaghand dafür verantwortlich, dass sie über eine kleine Bewegung, über zwei Finger, den Schläger vom Vorangriff in den Rückangriff dreht. Die Schlagbewegung wird eingeleitet, indem das Körpergewicht vom hinteren Bein auf das vordere Bein gelagert wird. Dabei ist es hilfreich, einen breiten Stand zu haben, da es mir zum einen das Verlagern nach vorne ermöglicht, meinen Schlag stabiler werden lässt und mir auch ermöglicht, mehr Power in die Rückhand zu legen. In der Ausholphase zeigt der Schläger nach oben Richtung Himmel, weil es mir somit ermöglicht, den Schlägerkopf nach unten entfallen zu lassen und über eine Beschleunigung des Handgelenkes mehr Power zu erzeugen. Um auch diese Power über die Ausholung in den Schlag zu bringen, ist es wichtig, dass man das Handgelenk in der Phase sehr locker hat, dass man den Schläger also nicht zu feste greift. Andernfalls wird nämlich die Beschleunigung blockiert. Nach dem Abkippen des Handgelenks und somit der Schlägerspitze versuchen wir also immer wieder von unten an den Ball zu kommen, damit wir ihn auch mit Topspin auf die andere Seite spielen können. Die einhändige Rückhand ist also ein unheimlich komplexer und aufwendiger Schlag, bei dem viele Sachen halt entweder zeitgleich oder kurz nacheinander erfolgen. Sie benötigt unheimlich viel Stabilität aus den Beinen, aus dem Rumpfbereich und generell aus dem Oberkörper heraus. Während der Beidhänder mit beiden Händen seine Rückhand stabilisieren kann, benötigt der Einhänder die benannten Faktoren. Ich hoffe, du konntest einiges Neues über die einhändige Rückhand für dich mitnehmen und kannst es für dich auf dem Platz anwenden. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Fit am Ball Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen.